Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist hier heute das Duell der 15-Jährigen. Ihr habt richtig gehört, richtig gelesen. Alle vier Jungs sind 15. Robin und Moritz kennt ihr bereits aus den letzten Videos. Aber die hier, die sind neu. Zum einen hier der Milan und der Jeremy. Wir werden heute gemeinsam Maximalbankdrücken machen und schauen, wie viel schaffen die denn maximal. Wie viel sind ihre 100%? Das wird heute ein spannendes Ding. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und natürlich wird sich vorher warm gemacht. Wer will zuerst? 60 Kilo auf der Handelbank? Moritz, okay, let's go. Direkt zum Verkacken hier. Ich hab dann kein Bankdrücken mehr gemacht. Beste Voraussetzung. Ja. Ich will natürlich sicher gehen, dass hier zumindest, wenn sie schon Maximalkraftversuche machen, dass es vernünftig abläuft. Ja? Ganz ehrlich, wie oft maxt ihr im Training aus? Ja, so ungefähr jedes Mal. So oft? Also Max Out mit komplett Max Out alle zwei Wochen oder so. Aber sonst alle zwei Wochen? Ja. Ich max nie aus. Ja, wieso nicht? Ich freue mich, die Schulter drin. Aber bei mir auch fast jedes Mal. Johannes hat mich dafür kritisiert. Ja, natürlich! Ja, ist vielleicht nicht optimal, aber fürs egal. Jeremy, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß ja nicht, wie technisch ihr ordentlich vernünftig arbeitet. Ja, ich auch nicht. Kontrolle. Eins. Ja, ein bisschen langsamer und kontrollierter runterlassen. Die Schultern hinten lassen, Brust raus. Technisch ordentlich. Jungs, ihr wollt ausmaxen. Das sehe ich aber noch nicht hier, du. Meine Fresse. So, Robin, haben wir ja bei dir schon 50.000 Mal gesehen. Das sollte easy hochfliegen, das Ganze. Beim letzten Mal 105 gescheitert, aber mit 100 Kilo zwei Wiederholungen gemacht. Jawohl. Ja, macht einfach mehr Reps, wie ich schwer bin. Perfekt. Das russische Schwergewicht sollte mit 60 Kilo eigentlich rumspielen, ne? Eins, zwei, drei. Jungs, Gewicht erhöhen oder was? Wie geht's weiter? Ja, natürlich. Ja. Ja, mehr ist mehr. Direkt auf 100 hätte ich schon raus. 80 erstmal um 20 Kilo erhöhen. Und dann wird's vermutlich. Kann ich einmal erst kurz 70 machen? Ich muss erstmal wieder reinkommen. Das Gute ist ja, jeder hat sein eigenes 100% One-Rep-Max. So, und das gilt es hier herauszufinden. Also nicht versuchen, Gewichte zu bewegen, für die die Kraft nicht reicht. Wir wollen ja genau die 100% ausloten. Wie bei einem Wettkampf. Zwei, drei Stück, ne? Zwei, drei Stück. Und eins. Ah, ist schon schwer. Komm mal weiter. Zwei Push. Okay. Das sah leider schon ein bisschen schwerer aus. Ja, ich weiß. Aber du gehörst ja nicht zu den Starken. Du musst wirklich hart arbeiten. Aber du holst das Beste aus dir raus. Und genau das ist das Prinzip. Was war jetzt der Gedanke hinter dem Rudern? Ich wollte meinen Rücken ein bisschen aufwärmen, damit ich einen leichten Pump habe und bessere Stabilisation auf der Bank habe. Okay. Den Latt aktivieren quasi. Eins, zwei ab. 70 Kilo. Eins. Nur eine Wiederholung. Okay. Ja, ich mach nachher bei 80 mehr. Ich muss immer überhaupt 80 schaffe. Wär schon beleidigt. Ich hab das hier schon einmal gefällt. Viel besser. Viel besser runtergelassen. Ist mir wesentlich lieber. Sie sind heute nicht drin, wie er abkostet. Das ist dann so wie so ein Déjà-vu, das nochmal zu fällen hier. Diesmal schaffst du safe. Ich hoffe es doch. 100%, du machst das. Da hast du mit 13 auch schon gedrückt, mein Freund. Also, let's go. Push 1. 2. 3. Ich fand das so witzig. Wie war das mit deinem Papa letztens? Okay. Darfst du den Screenshot zeigen? Ja, ich kann. Ich versuche ihm immer davon abzuraten, diese scheiß Maximalversuche zu machen. Johannes Lukas im Video beim Maximalversuch. Also ich weißt du, welchen ich meine? Den du mir zugeschickt hast? Genau. Genau. Also Johannes hat mir geschrieben, ey, am 29.04. kommen noch ein paar andere. Hast du Bock zu kommen? Habe ich geschrieben, 29.04. Zeit Johannes Lukas. Dann hat mein Papa geschrieben, nur wenn die 120 gehen. Ist wirklich wahr. Das schreibt der Papa. Also ich bin dafür nicht verantwortlich. Ist alles der Papa, ja? Grüße gehen raus, Freundchen. Eins, zwei, drei. It's too crazy. Er wiegt aber auch 30 Kilo mehr als ihr Jungs. Also bitte nicht vergessen. Ne? Das ist schon crazy. Jeremy, unser Schweizer Boy. Kontrolle, eins. Zwei, okay, die sahen schon schwer aus, Alter. Die sahen schon, du wolltest jetzt eine dritte machen oder was? Warum denn eine dritte? Wir wollen noch höher gehen mit dem Gewicht, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht mehr, was ich immer gedacht habe. Ich glaube, ich bekomme die Hunde heute nicht hin. Ich probier's. Erstmal gehen wir auf 90. Ganz entspannt. Ja. Ganz entspannt. Ich pack die 80 und dann packst du die 100. Krieg beide von mir eine Nackenstelle. Okay, Moritz. 80 Kilo auf der Handelbank. Habe ich dir schon mal gefällt. Personal Record heute für Moritz. Komm, let's go. Ab. Und schön kontrolliert runter. Schön kontrolliert. Kontrolliert. Komm. Bleib stabil. Okay, fällt. Mein Leben. Ja, ich hasse. Ah, Digga. Das ist okay. Jeder hat seine 100%. Moritz, wir wussten das vorher. Du hast schon gesagt, ich will gar nicht kommen. Die anderen Maschinen sind so krass. Ne? Nee, ich saß heute im Zug und dachte mir, Digga, wie sieht das aus? Oder wie sehen die Kommentare aus, wenn du hier als von den vier Leuten als der Schlechteste da bist, genetisch und von der Kraft her, dachte ich mir schon so,
ob du da Bock hast zu kommen oder so. Aber du bist hier und das finde ich gut. Aber ich bin trotzdem hier, ich stelle mich den ganzen, ich kann halt nichts dran ändern. Das ist das Schlimmste daran. Ich kann nichts dran ändern. Aber eigentlich ist doch gut. Du kannst nur trainieren, essen, schlafen und dein Ding machen. So. Weißt du, wenn du dich vergleichst mit den Jungs, schneidest du nicht so gut. Aber wenn du dich mit normalen 50ern in meinem Alter vergleichst, bist du schon ein krasser Typ. Ja, also das darf man ja nicht vergessen, Mann. Das darfst du nicht vergessen. Ja. Wir leben in dieser Bubble, in dieser Fitnessgeschichte. Und da orientiert man sich immer nach oben hin. Aber was willst du machen? Mehr als trainieren kannst du ja nicht. Was willst du, ne? Das denke ich mir auch mal. Oder Fleisch essen. Hier kommen die guten. Fleisch essen wäre eine Option. Hier kommen die guten Tipps. Spritzen oder eine andere Option auch, ne? Nicht besser. Ja. Jungs, sowas hier nicht auf meinem Kanal. Nein, aber Fleisch. Hinter der Kamera, genau. Boosty ist auf jeden Fall eine Option vor jedem Training. Ne? Wenn ihr noch Supplements braucht, mit dem Code Johannes gibt es immer den maximalen Rabatt. Weil von den Jungs ist noch keiner bei ESN, deswegen müsst ihr mich mit meinem Code supporten. So, vielen Dank. Wir haben übrigens jede Woche neue Aktionen im Shop und diesmal könnt ihr 20% auf alle Proteins sparen. Also Designer Whey, Isoclear oder veganes Designer Protein, alles mit dem Code Johannes. 20% auf Proteins. 90 Kilo mit wie viel Körpergewicht, Jeremy? 70 Kilo. Also 20 Kilo mehr und immerhin 15 Jahre jung. Dürfen wir schlagen vorher? Die Frage ist, will er geschlagen werden? Ja, immer. Das könnte falsch verstanden werden, aber ist okay. Hebt mit raus und dann geht's los. Eins, zwei, ab. Warte. Und go. Eins. Komm. Jawohl, alter Falter. Heieieiei, war ein knappes Ding. Und er hat sie in Richtung Kopf, habt ihr gehört? Ich lag zum Kopf, ihr müsst nach hinten wegdrücken. Die Ellbogen waren nämlich draußen und hast sie nochmal korrigiert und nach hinten weg hochgerückt. Eins, zwei, ab. Schub. Stark, Digga. Junge. Okay, reicht, Digga. Also Milan ist auf jeden Fall beeinflusst von Vadim. Ja, ne? Auf jeden Fall. Was das macht. Deswegen, allerdings ist das auch viel muskelfreie Fettmasse. Mal sehen, ob die dir jetzt hilft, hier die 100 Kilo easy zu drücken. Ja. Hopp. Allerdings ist es auch dein Körpergewicht, ne? Wie 102 Kilo, ne? Ja, heute vielleicht ein bisschen leichter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay, muss reichen, oder? Bis dann. Fünf. Ja. 100 Kilo jetzt für Robin Villa. Ich bin echt gespannt, wie das gleich aussieht, weil... Weil das Gewicht, wenn Robin das drückt, das fliegt immer. Das geht so clean hoch und runter, dass du gleich das Gefühl hast, der überhaupt struggelt, das zu drücken. Das ist so crazy. Das struggelt nachher, wenn es schwer wird. Komm! Digga. Easy, Hoff! Mann, Hoff! Mensch! Wie viel willst du machen, Alter? Wie viel willst du machen? Gehst du noch höher oder nicht? Wir wollen Maximalbank drücken. Nicht? Ja, okay. Wir wollen ja nicht wissen, was deine 95% sind. Okay. Und nicht denselben Fehler machen wie beim letzten Mal. Dann zwei Wiederholungen und dann 105 kackst du ab. Das sind wirklich ganz schöne Maschinen, muss ich echt sagen. Überleg mal, was hat mich mit 15 gemacht? Drogen. Scheiße gebracht. Da ging es gerade los. Zwei. Ab. 110 Kilo. Eins. Digga. Zwei. Drei. Das sah leicht aus, aber... Deutlich schwerer als bei mir im Gym. Ja? Auf jeden Fall. Ja, die Hantel drückt sich auch scheiße. Ich sag doch, die Bank ist schwerer. Ich sag... Und die Hantel ist auch, aber sie ist für alle gleich schwer. Sie ist für alle gleich schwer, Jungs. Was machst du jetzt? 105? Nein, 110. Bist du gleich auf 110? Beim letzten Mal hast du 105 verkackt und du bist gleich auf 110 gehen. Ja. Ich hab damit nichts zu tun. Ihr wolltet ja eh 120 schaffen. 120 müssen gehen. Von daher schön, ja. Holy shit. Alter Falter, Junge. Vor wenigen Wochen noch die 105 nicht gedrückt und jetzt die fucking 110. Alter, krasser Mann. Die Schelle hat funktioniert, ne? Jetzt machen wir erstmal 120, ganz entspannt, ne? Okay. Immer ruhig Blut, immer Medliner. Ja, ich muss jetzt nachziehen. Ja, Grüße an Robins Papa, die 120, die drückt er heute nicht. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sag ja, Milan ist stärker im kompletten Max-Out. Aber ich glaube, Robin ist stärker im Prozentualen gesehen. Ja, das ist ja eh klar. Wenn das erste ist, klar. Das ist ja crazy. Das ist ja eh klar. Er wiegt auf über 30 Kilo mehr. Also, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, seine Brust ist größer wie mein Kopf. Eieieiei. Kontrolle. Push, komm an! Easy. Da musst du gleich nicht rein. Naja, also mit 130 habe ich bei dir schon gerechnet, muss ich sagen. Ja, ich auch. Zu Hause ging's. Zu Hause ging's. Zu Hause habe ich 120 auf 6 gedrückt. Also ich Hilfe vom Spotter. Glaubst du echt, dass 37 schafft? Ja,
Glaubst du ehrlich nicht, oder? Doch, 130 schaffe ich. Ja, schafft er auf jeden Fall. Ja, du schaffst es, ist klar. Ja, ja, ja. Obwohl, dass du lange Trainingspause hast. Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Also 130 wird schon schwer für mich zurzeit. Achtung, was schätzt ihr? 44. Ich schätze auch 45. 45,4 sogar schon. Was das macht. Komm mal her. Komm, ich hoch. Na, auf die Körpergröße brauchst du natürlich nicht so einen dicken. Da sieht er auch in Relation. Johannes. Ja, ja, Mann. Oder so, Technik macht alles. Ja. 37, ja? Doppelbizeps. Oder muss Muskulär noch? Oder die Hose einfach ausziehen. Apropos Hose ausziehen, ey, bitte erzähl mal die Geschichte. Ja. Bitte erzähl mal die Geschichte. Ja, also ich hatte auf jeden Fall Matheunterricht. Also Mathe ist ja voll meine Stärke. Da meinte mein Mathelehrer zu mir, ja Robin, hast du noch kurz eine Minute für mich? Da meinte ich, natürlich, für sie habe ich sogar 2 Minuten. Und dann meinte er, er hat das Video mit dem Klatzkopf gesehen. Welcher Klatz? Also der da, der Johannes. Und da meinte er, hat das Video gesehen. Und dann hat er gesagt, ob es mir nicht unangenehm ist, wenn ich die Hose ausziehe. Also bei mir im Video? Ja genau, im Video die Hose auszuziehen. Meinte ich halt, nein, es ist mir nicht unangenehm und so. Dann meinte er halt, ja, er macht sich halt ein bisschen Sorgen, war voll süß. Und das, wenn ich mich halt nicht wohlfühle, dass ich es nicht machen will. Aber da habe ich gesagt, dass ich am Samstag wieder zu Johannes gehe und wieder meine Hose ausziehe. Let's go, Robin! Komm, komm! Alles! 3, 2, 1. Komm! Bleib du! Schade. Schade. Knapp, scheiße. Ganz kurz, darfst du nach Hause zurückkommen zu deinem Vater? Also darfst du jetzt nach Hause kommen? Gibt ein Problem. Oder mit 15 einfach ausziehen. Hat Johannes auch gemacht. Habe ich, aber ich wurde ja ausgezogen. Ah ja. Ich bin ausgezogen worden, Mann. Ihr wisst. Das ist das auf dem Niveau immer, wo du Body Dysmorphia hast? Nicht Body, ich sehe halt kritisch. Ja? Ja. Ja gut, ich denke mir mal so, wenn ich in euch so sehe, denke ich so, boah, wenn du so aussehen würdest, dann wirst du gar keinen Gedanken machen. Aber es geht, glaube ich, ja gar nicht weg. Nee. Also ich glaube, umso krasser du aussiehst, es wird nicht besser. Ja, man vergleicht sich halt immer automatisch. Also wenn ich in den Spiegel gucke, stelle ich mir so vor, wie Vadim neben mir aussehen würde. Und da ist dann ja, aber warum vergleichst du dich nicht einfach mit dem, den du vor einem Jahr warst? Ja, aber es ist ja, Bodybuilding ist ja ein Wettkampf. Ich will mich ja steigern. Ja, aber es ist dein einer Wettkampf. Ja. Und wenn du auf der Bühne stehst, dann ist was anderes. Ja, genau. Aber guck mal, in deiner Schulklasse bist du auch schon der Krasse, oder nicht? Ja. Oder in der Schule wahrscheinlich sogar. Gibt es irgendjemanden, der so krass ist in der Schule wie du? Nee, er gibt Lehrer aus. Gibt es Lehrer aus Aufgaben? 100 Kilo Bankdrücken bis morgen. Sonst suspendiert. 130 Kilo jetzt auf der Bank, mein Lieber. Bist du confident? Ja, es geht. Der schafft das. Ja, gut. Johannes, kannst du mir vielleicht angeben? Ich weiß nicht, wie das so jetzt gesetzlich ist. Das kommt gut. Ich hab auch eine von Johannes. Ich weiß es nicht. So stark wie du kannst. Bärtiger Glatzkopf, verprügelt 15-Jährigen, ich weiß nicht, wie ich. Ich kann einverstanden, das erklären. Aber jetzt die Jacke aus, damit es auch klatscht. Okay, ich möchte ganz kurz sagen, ich distanziere mich von dem Video, falls jetzt ein Knockout kommt. Alles gut. Und lieber Papa von Milan, wenn du das siehst, er wollte. Auf Russisch sagen. Ach so. У меня есть пара, да? О! Давай! Пошел! Komm schon! Das Spiel böse an. Komm! Schade! Verdammt! Vielleicht wäre 125 doch der bessere Plan gewesen, ne? Ja, aber 130 habe ich eigentlich schon mal gedrückt. Ja, und das seht ihr auch alles bei den Jungs auf TikTok oder auf Instagram. Also wenn ihr da mal gucken wollt, die haben das alles schon mal gemacht. Ja. Angeblich.